Hi, ich grüße euch. Ja, wie immer, oder das heißt wie immer, es gibt wieder ein Video von uns zur BNN-Podiumsdiskussion. Und heute ist Dr. Paul Schmidt von der AfD, wird heute analysiert. Und ich begrüße euch hier auf dem Kanal von News Gone Wild. Ja, lasst uns ein Like da, Abo, checkt unsere Videobeschreibung aus, was auch immer. Ich grüße euch mit meiner Wärmflasche, mir ist nämlich kalt. Ja, und ich habe Notizzettel. Ihr wisst, wie es ist. Wir fangen auf jeden Fall an mit dem kurzen Antwortenteil. Den könnt ihr euch angucken, wenn ihr die Diskussion nicht gesehen habt. Wenn ihr sie gesehen habt, dann skippt und springt gleich zu dem Teil, wo ich schöne Antworten gebe oder wo ich erkläre, wie das Verhalten einzuordnen ist. Wieso sollen die Karlsruher Sie zum Oberbürgermeister wählen? Ich bin, glaube ich, der Einzige unter den Kandidaten, der in Karlsruhe geboren ist und auch in Karlsruhe zur Schule gegangen ist. Ich kann also nicht, wenn das hier alles irgendwann rum ist, wieder nach Hause fahren und vergessen, was hier passiert ist. Herr Schmitz, Sie haben da eine ganz prononcierte Haltung, auch im Gemeinderat vertreten, auch jetzt im Oberbürgermeisterwahlkampf. Sie sagen, wenn diese Stadt sparen muss, dann muss es bei Maßnahmen, bei vereinbarten Maßnahmen des Klimaschutzes tun. Passt das in die Zeit, Herr Schmidt? Sagen Sie was dazu? Ja, natürlich passt es in die Zeit. Das heißt, wir werden als Bürger vom Bund schon sehr massiv belastet bei dieser ganzen CO2-Problematik. Und da sagen wir, es lohnt sich nicht für uns Bürger in der Stadt, dass wir auch noch unsere eigenen CO2-Projekte haben. Dieses Geld brauchen wir ganz dringend, um den Bürgern, den betroffenen Bürgern, den betroffenen Betrieben hier in Karlsruhe über die Corona-Krise wegzuhelfen. Werden Sie weiterhin grüne Hinterhöfe opfern für die Nachverdichtung? Also Herr Schmidt, ganz kurz dazu, zu dieser Debatte. Für mich sind grüne Oasen in der Stadt sehr wichtig. Wer die Kommunalpolitik der letzten Jahre verfolgt, weiß, dass wir als AfD als Einzige darauf gedrungen haben, dass man die Nachverdichtung reduziert. Herr Schmidt, Sie beklagen einen Krieg gegen das Auto. Ist natürlich ein starkes Wort. Wie kommen Sie auf diesen... Dieser Krieg gegen das Auto findet ja statt in den letzten Jahren. Und jetzt seit einem Jahr mit der rot-rot-grünen Mehrheit im Gemeinderat erst recht. Herr Schmidt, wie würden Sie den ÖPNV aufwerten die nächsten Jahre? Also es ist ganz klar, wir haben sehr viel Geld investiert in den ÖPNV, jetzt auch durch die Kombilösung, aber auch in unsere Stadt, um eben das Stadtbild angenehm zu machen, um die Stadt zu beleben. Und deswegen müssen wir jetzt alles tun, um auch die Leute wieder in die Stadt zu holen. Herr Schmidt, mit Ihnen rein, bleibt der Baden Airpark oder würden Sie aussteigen wollen? Und deswegen, wir glauben, dass der Flughafen für die Region nach wie vor sehr wichtig ist und auch in Zukunft mit profitabel betrieben werden kann. Und deswegen gibt es keinen Grund, ihn in Frage zu stellen. Kommen Sie auf dem Marktplatz wie in der Wüste vor, Herr Schmidt? Nein, ich finde, der Marktplatz ist gut gelungen, weil er ja auch historisch wiederhergestellt wurde, weitgehend. Natürlich kann man da, wo es möglich ist, noch Bäume pflanzen. Und dann hat es ja auch Tradition, dass da überall Kübelpflanzen stehen. So kann man den Marktplatz schon begrünen. Und Herr Schmidt, wie sehen Sie die Vorgänge am Staatstheater? Also es ist ja so, der Generalintendant ist ja im Umgang durchaus freundlich und zuvorkommend. Man muss aber wissen, dass er ja vor einigen Jahren schon mal, dass es schon mal Probleme gab. Und es ist eben wieder ein Problem. Und damit ist eigentlich deutlich, dass es doch an seiner Person liegt. Und wie beim Fußball, wenn es halt einfach nicht funktioniert, dann muss der Trainer gehen. Und zwar von ich gucke mal kurz auf meinen Zettel, das ist von Fabian Weigel. Der fragt, liebe Kandidaten, was tun Sie denn für Jugendliche in der Stadt? Herr Schmidt. Das Thema Sicherheit ist ja für uns ganz wichtig. Mehr KOD und natürlich auch bessere Überwachung, mehr Polizei. Das dient vor allem der Sicherheit der Jugendlichen. Sehen Sie sich in Ihren Aktionsmöglichkeiten so eingeschränkt, dass Sie im Grunde darüber nachsinnen, ob dieser 6. Dezember der richtige Zeitpunkt für Sie wäre oder ob man nicht eher diese Wahl verschieben sollte? Herr Dr. Schmidt. Ja, also ich sehe mich schon benachteiligt, gerade weil in den vergangenen Wahlkämpfen es immer wichtig war für uns, die Menschen zu erreichen und ihnen unsere Standpunkte und unsere Argumente nahezubringen in unseren Veranstaltungen. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst. So, willkommen zurück. Jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand beim kurzen Antwortenteilen. Hier hat sich ein bisschen was verändert. Ja, ihr seht, Kamerawinkel ist anders, ich habe was anderes an. Meine Wärmflasche ist weg. Ja, ich hoffe, ihr genießt die Unordnung hinten dran. Ich bin gerade am Restaurieren von Lego-Zeug. Deshalb, hat es ein bisschen länger gedauert, deshalb habe ich auch was anderes an. Kommen wir wieder zurück zum wichtigen Teil, nämlich zu Dr. Paul Schmidt.
Wer ist denn überhaupt Dr. Paul Schmidt? Paul Schmidt ist Stadtrat seit, ich glaube, 2014 für die AfD. Er kennt Karlsruhe gut, weil er in Karlsruhe geboren ist und durch die meiste Zeit seines Lebens in Karlsruhe gelebt hat, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Ja, und das bringt uns zur Rolle in der Diskussion. Ja, seine Rolle ist, dass er unzufrieden ist. Er ist unzufrieden mit der Entwicklung von Karlsruhe, beziehungsweise in Teilen mit der Entwicklung von Karlsruhe, zum Beispiel mit Verkehr oder mit Sicherheit. Ja, das sind die häufigsten Themen, die er anspricht, deshalb ja, möchte ich die auch ansprechen. Er spricht sehr oft von uns und nicht von sich. Das ist mir gleich aufgefallen. Dazu komme ich aber ein bisschen später. Und seine Rolle ist die von einem klassischen Herausforderer. Ja, also er will gegen Frank Mentrup gewinnen. Ich persönlich halte das für nicht ganz so wahrscheinlich. Ist aber überhaupt nicht schlimm, was ich darüber denke, weil die Bürger sollen ja wählen und nicht ich. Kommen wir als nächstes so ein bisschen zu den Themen, die ihm wichtig sind. Ja, zum einen mal ist da das Thema Verkehr und das Thema Sicherheit, die er auch selbstständig immer und immer und immer wieder anspricht. Zum Thema Sicherheit fallen ihm, glaube ich, auch ein paar Sachen ein, die bringt er aber in der Diskussion nicht so. Deshalb würde ich Sicherheit rauslassen. Verkehr würde ich auch erstmal nicht behandeln. Ich würde zuerst mal aufs Klima gehen. Ja, er lehnt die aktuellen Klimamaßnahmen der Stadt Karlsruhe ab, allerdings mit einer anderen Begründung. Er begründet es nämlich, dass das Geld, das jetzt praktisch für die Corona-Krise, das wir benötigen, ja, das sollen wir da aus diesen Klimaschutzmaßnahmen rausnehmen. Da sagen wir, es lohnt sich nicht für uns Bürger in der Stadt, dass wir auch noch unsere eigenen CO2-Projekte haben. Dieses Geld brauchen wir ganz dringend, um den Bürgern, den betroffenen Bürgern, den betroffenen Betrieben hier in Karlsruhe über die Corona-Krise wegzuhelfen. Das ist an sich ein Unterschied im Vergleich zu vielen Positionen, die man innerhalb der AfD finden kann, wo auch Klimawandel zum Beispiel ganz geleugnet wird, gesagt wird, es gibt es nicht oder der Mensch hat da keinen Einfluss drauf oder so. Das macht Paul Schmidt alles nicht. Er macht aber trotzdem einen Fehlschluss in dem Kontext, ja? Weil er sagt praktisch, ja, wir haben jetzt eine große Krise, nämlich die Corona-Krise und das kostet mich Geld, ja? Deshalb möchte ich diese Krise zuerst behandeln. Das ist erstmal ein logisches Argument. Das Problem ist, er vernachlässigt natürlich, dass Klima in dem Moment zwar jetzt noch kein Problem sein mag, das aber später ein Problem werden kann. Inwieweit, das ist allerdings eher auch ein Bundesthema und nicht unbedingt ein Thema, das man lokal super gut behandeln kann, Klimawandel an sich. Merkt man auch bei seinen Forschungen, hat man bei uns auch im Interview gesehen, das ist ein Thema, das müsste man bundespolitisch angehen oder wenigstens landespolitisch. Als Oberbürgermeister hat man wenig Kraft. Und wenig Macht vor allem. Ja, kommen wir zum Verkehr. Beim Verkehr greift er zum ersten Mal auf einen, ich hätte gesagt, Kampfbegriff zurück, indem er sagt, es ist ein Krieg gegen das Auto. Ja, warum das ein Krieg gegen das Auto ist, ist so ein bisschen offen. Er begründet es auch nicht wirklich. Also er sagt einfach, dass es den gibt und damit gibt es den, weil es ja auch eine rot-rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat gibt. Ich bin ehrlich, ich habe noch keinen Antrag zum Krieg gegen das Auto gesehen, aber gut. Er argumentiert danach mit der Kombilösung, dass sie hätte sein sollen vor 8 Jahren. Und das möchte ich exemplarisch nehmen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, damals, als es hier um die Kombilösung ging. Vermutlich bin ich der Einzige, der damals schon hier war, hier im Raum. Da wurde uns Bürgern versprochen, die Kombilösung dient auch dazu, dass die Stadt dann in Nord-Süd-Richtung mit dem Auto besser durchfahren werden kann. Weil das für mich vieles auch mit Konservativen sich verbinden lässt. Konservative warnen vor Sachen, die in der Zukunft passieren könnten. Ja, das ist ihre Rolle und das ist eine wichtige Rolle, keine Frage. Die wird auch in Deutschland mit 4% bei Wahlen und auch generell bei Parteienwachstum. Die CDU ist ein Riesending in Deutschland, das ist eine konservative Partei. Ja, und er argumentiert bei der Kombilösung ähnlich, wie dort argumentiert wird. Er sagt praktisch, ja, wir haben dem Bürger vor 8 Jahren was versprochen, das muss jetzt durchgeführt werden. 8 Jahre sind aber eine verdammt lange Zeit. Und viele Sachen, die in Karlsruhe falsch gelaufen sind, die, glaube ich, initial falsch auf die Kombilösung zurückgeführt werden, sind nicht unbedingt Kombilösungen-Verbrechen in dem Kontext. Ja, zum Beispiel, dass es dem Einzelhandel schlecht geht. Du hast diverse andere Städte in Deutschland, wo es dem Einzelhandel auch nicht gerade prickelnd geht, wo es keine Kombilösung, keine Straßenbahnveränderungen gab. Das hat mit Onlinehandel zu tun, zum Beispiel. Das hat aber, glaube ich, auch noch andere Gründe. Ich bin kein Experte für Einzelhandel, deshalb ja, belasse ich es erstmal dabei. Kommen wir zu dem Wörtchen uns. Ja? Er sagt immer wieder, uns ist wichtig.
uns ist ein Anliegen. Ja, also er kommt immer wieder auf dieses uns zurück. Und da stellt sich für mich die Frage, warum uns? Ja, weil es geht doch um ihn in dem Moment. Und er will doch Oberbürgermeister werden. Es ist natürlich die Frage, wen meint er, wenn er uns sagt? Ja, meint er damit die Bürger, weil er ist ja ein Bürger von Karlsruhe? Meint er damit, also das wäre okay, das wäre gut, ja. Wobei dann natürlich auch fraglich ist, warum er dann für alle spricht, aber so sei es. Oder meint er mit uns die AfD-Fraktion? Weil wenn er die AfD-Fraktion meint, dann stellt sich für mich die Frage, also dann stellt sich für mich hier so ein kleiner Widerspruch dar, weil er sagt mehrmals, ja, er möchte Bürgermeister für alle sein. Ja, das hat er uns im Interview ein paar Mal gesagt und von dem Kenntnisstand gehe ich aus, dass das immer noch aktiv ist, also dass er immer noch Bürgermeister für alle sein will, aber wenn er explizit von der AfD spricht, die AfD spricht in Karlsruhe für, ich weiß es nicht, wenn wir es hochrechnen, vielleicht für 10, vielleicht für 15% der Menschen, vielleicht, ja, das ist halt nicht alle und das ist auch nicht großes uns, ja. Und als letztes habe ich noch die Kritik am Wahlzeitpunkt, nicht, was heißt als letztes, aber ein weiterer Punkt, den ich spannend fand, ist die Kritik am Wahlzeitpunkt. Er hat als einziger Kandidat Probleme damit, wie er sagt, weil ihm das Problem, das persönliche Gespräch fehlt. Ja, ich blende es euch kurz ein. Ja, also ich sehe mich schon benachteilt, gerade weil in den vergangenen Wahlkämpfen es immer wichtig war für uns, die Menschen zu erreichen und ihnen unsere Standpunkte und unsere Argumente nahezubringen in unseren Veranstaltungen. Wir hätten jetzt am Montag eine Veranstaltung in der Karlsburg gehabt, die konnte leider nicht stattfinden. Wir haben es dann notgedrungen ins Internet verlegt. Man kann es also jetzt auf unserer Homepage abrufen. Aber es ist ganz was anderes, wenn man nur zu dritt oder zu viert mit Abstand zusammensitzt und das Publikum ist nicht da und die Leute können keine Fragen stellen. Deswegen fühle ich mich schon sehr stark eingeschränkt. Er geht hier auch auf Veranstaltungen ein. Er sagt praktisch auf seinen Veranstaltungen, die können so nicht mehr stattfinden, das ist klar. Die müssen jetzt online stattfinden, da fehlt ihm so ein bisschen das Zwiegespräch. Ja? Und dass er Probleme mit dem Online-Wahlkampf hat. Und also zum einen mal ist es richtig, ja, der Wahlkampf findet unter besonderen Bedingungen statt, aber diese besonderen Bedingungen treffen alle Kandidaten. Also es ist nicht so, als dürften 5 raus von denen und 2 dürften es nicht. Ja, das ist für jeden Kandidat was Besonderes, auch für den Oberbürgermeister, der sich Social Media technisch mehr bekannt machen muss, als das davor, glaube ich, der Fall war. Auch weil Social Media eine relativ neue Entwicklung ist und der Wahlkampf vor 8 Jahren war der letzte. Also verständlich, dass sich da was geändert hat. Kommen wir zum Thema Veranstaltungen. Das ist was, das sage ich immer wieder in Podcasts. Ich sage es aber jetzt auch. Die Veranstaltungen bei Parteien sind immer mit Vorsicht zu genießen. Da gehen wenig fremde Bürger hin, bei der AfD wahrscheinlich sogar noch weniger, als das bei anderen Parteien der Fall ist. Ja, die AfD hat eine Art und Weise, Leute, glaube ich, erstmal vom Kopf zu stoßen, die die Partei nicht kennen und die vielleicht auch mit den Zielen nicht ganz so sympathisieren. Ja, zum einen gibt es bei jeder AfD-Veranstaltung davor erstmal eine Gegendemo, da muss man durch. Das ist super unangenehm für jede Person, also auch für mich als Reporter, wenn ich bei AfD-Veranstaltungen war, das ist super unangenehm, da durchzulaufen. Und ja, das hält erstmal auch Bürger ab, natürlich davon hinzugehen. Das heißt, du hast Zwiegespräch eigentlich gar nicht bei so Veranstaltungen oder wenig. Und das wirft sich auf die Fragen nieder. Das betrifft aber auch alle Parteien, das möchte ich nicht AfD-exklusiv machen. Auf Veranstaltungen von Parteien, egal ob CDU, FDP, AfD, Linke, Grüne, SPD, es ist wirklich egal bei wem. Es kommen normalerweise nicht der Großteil interessierte Bürger aus anderen Gruppierungen, die dich eventuell nicht wählen würden, sondern es kommen immer mehr eigene Leute. Und die stellen auch deutlich mehr Fragen, weil die kennen dich und die kennen die Materie deutlich besser. Ja? Das heißt, so ein echtes Zwiegespräch mit dem Bürger entwickelst du nicht. Was natürlich schade ist, da hat er recht, ja, weil das sehr, sehr sinnvoll auch für die Kandidaten wäre. Gibt es aber nicht. Deshalb stellt sich für mich da die Frage, ob das jetzt anders ist, ja, also wenn du einen Livestream machst auf einem AfD-Kanal oder auf dem Kanal von deinem Bundestagsabgeordneten oder so, da hast du auch kein echtes Zwiegespräch, ja, du hast da keine Diskussion, weil es die nicht gibt, so in dem Moment. Wobei, jetzt kommen wir zu dem Punkt, es könnte die aber geben, du kannst auf den Chat eingehen, du kannst mit dem Chat diskutieren, das sehen wir bei Streamern, das sehen wir bei Leuten, die sich mehr im politischen Kontext auskennen und beschäftigen, auch auf Twitch oder auf anderen Plattformen, auch auf YouTube gibt es auch. Du kannst so ein Miteinander kreieren, ja, wobei es natürlich wahrscheinlich im persönlichen Gespräch einfacher ist. Und das bringt uns zu dem Punkt mit den Jugendlichen. Das ist ein bisschen
seltsam, das heißt, das ist jetzt hier Überschrift, die Geschichte mit Jugendlichen. Ich zeige euch einen Clip, aber zuerst erkläre ich kurz, was passiert. Er wird gefragt, was er speziell für Jugendliche tun will, und er sagt dann, die Sicherheit verbessern, weil Jugendliche genauso rausgehen können sollen, wie er das konnte. Ja? Und da frage ich mich natürlich mehrere Dinge, aber zuerst kommt der Clip. Herr Schmidt. Das Thema Sicherheit ist ja für uns ganz wichtig, mehr KOD und natürlich auch bessere Überwachung, mehr Polizei. Das dient vor allem der Sicherheit der Jugendlichen. Ich möchte, dass meine Kinder, wenn die dann so alt sind, genauso unbeschwert nachts in der Stadt um die Häuser ziehen können, wie ich es früher gemacht habe. Und das ist im Moment einfach unmöglich, weil einfach die Sicherheit nicht gegeben ist. Daran müssen wir arbeiten. Also, ja, Jugendliche in der Stadt. Ich bin kein super großer Clubgänger, bin ich ehrlich. Ich war aber schon ein paar Mal abends in der Stadt und ich war auch schon später abends in der Stadt. Er münzt es direkt auf Sicherheit und sagt, das ist eine Sicherheitsfrage und ich stimme da nicht zu. Beziehungsweise ich halte das für kritisch. Ein Jugendlicher wie zum Beispiel ich habe keine Angst am Europaplatz. Ich kann die Gruppen mir angucken, ich kann gucken, was da los ist, ich kann gucken, wie alkoholisiert die sind und dann kann ich denen ausweichen, wenn das nötig sein sollte. Ja, wovon ich jetzt allerdings ehrlich gesagt gestehen muss, ich hatte noch keine Begegnung in der Stadt, die kritisch war. Ja, das bin aber vielleicht auch ich. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht so beeindruckend und groß und so, aber bisher konnte ich mich immer sehr gut, im Hintergrund halten offensichtlich, wenn er so gefährliche Erfahrungen am Europaplatz gemacht hat oder an anderen Plätzen in Karlsruhe. Ich persönlich glaube, das Argument, das er hier machen sollte, weil es sinnvoller wäre, ist der Nightliner-Ausbau, den zum Beispiel Weigt anspricht. Das ist was, damit kann man Jugendlichen tatsächlich helfen, in der Stadt unterwegs zu sein. Oder er ist mobiler und kann Jugendlichen ein besseres Angebot machen, als das, was Paul Schmidt ihnen anbietet. Paul Schmidt bietet ihnen Sicherheit, kann aber nicht genau definieren, wie. Ja? Einfach auch, weil Polizei Landesaufgabe ist und nicht Oberbürgermeisteraufgabe und der Kommunale Ordnungsdienst. Ich mich natürlich frage, wo er Geld sparen will, wenn er den Kommunalen Ordnungsdienst nochmal deutlich erweitern will. Aber, wie gesagt, das soll jetzt nur eine kleine Lücke in seiner Argumentation aufzeigen. Und ja, wir kommen zum Outro. Ja, Outro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da, wer es gesehen hat. Ihr könnt auch gerne mit uns ins Zwiegespräch treten. Ja. Ansonsten könnt ihr auch die Oberbürgermeisterkandidaten noch anschreiben. Bin ich mir sicher, die antworten euch. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. 4 sind es an der Zahl, glaube ich. Und ja, bleibt nur noch zu sagen, wir haben hier eine Playlist mit allen Inhalten von der Oberbürgermeisterwahl. Also wahrscheinlich, soweit es hochgeladen wird. Und hier haben wir das nächste Video von eurem Kanal, für euch empfohlen. In dem Sinne, haut rein. Viel Spaß. Ciao, bis zum nächsten Mal.